Frauen ja mal tolle Sachen, sich zu entspannen. Ne? Die gehen zum Yoga oder in Massagen. Aber was machen wir als Mann? Ich empfehle da zum Beispiel Busfahren. Ne? Ein alter VW-Bus hat echt die Angewohnheit, ihn zu entschleunigen. Man lässt alles hinter sich, weil sogar der Motor ist hinten. Tolle Sache. Und so ein tolles Gerät haben wir jetzt dabei. Als der T2-Bus damals auf den Markt kam, war das eines der wandlungsfähigsten Autos seiner Zeit. Den gab es als Docker, als Pritschenwagen, als ganz normaler Lieferwagen und als Campingausführung. Die Campingausführung, übrigens ganz witzig, nannte sich damals Lord von Hannover oder Silberfisch. Lord von Hannover. Ich dachte mir, das wären die Scorpions gewesen, aber gut, so kann man sich irren. Ne? Damals mit 70 PS war das Auto für damalige Verhältnisse ziemlich zügig sogar für einen Transporter. Heute bist du damit eher ein rollendes Verkehrshindernis, aber wie gesagt, ein sehr schönes. Naja, was war anders beim T2 gegenüber dem T1? Unter anderem die Frontscheibe. Die war jetzt durchgehend und stark gewölbt und die Amerikaner haben das Bay Window genannt. Das klingt doch irgendwie wie Kalifornien, oder? Wo man sich auch sieht in diesem Auto. Okay, also große Frontscheibe, doppelt so viel Glas wie beim T1. Also insgesamt wirkte das Auto innen heller und luftiger, wenn man es so sagen kann. Und natürlich hinten die Lüftungsschlitze, die für den Motor die Luft angesaugt haben. Aber was wirklich interessant war, war, dass dieses Auto als erster Transporter in den USA eine Einstufung als PKW beim Crashtest hatte. Das heißt, die Amerikaner haben gesagt, dieses Auto, dieser Bus, ist genauso sicher wie PKW fahren, obwohl man so weit vorne gesessen hat. Und wie haben sie das erreicht? Die haben vorne Y-Träger eingeschweißt, die dafür gesorgt haben, dass wenn du den Bus an der Stoßstange getroffen hast, alles gut war. Ne, da warst du so hältesmäßig sicher. Problematisch wurde es, wenn der Einschlag weiter oben war. Dann gab es kaputte Beine. Im ungünstigsten Fall. Und so ist ein Running Gag entstanden, dass wenn da jemand in die Notaufnahme kam und der Sanitäter wurde gefragt, was ist denn mit dem passiert, warum hat denn der kaputte Beine, ist der Motorrad gefahren oder VW-Bus. Aber wie gesagt, das war nur ein Gag. Ja, warum heißt ein Bulli eigentlich Bulli? Ne? Da streiten sich ein bisschen die Geister. Ne? Die einen sagen wegen dem bulligen Aussehen, aber ich halte es für realistischer, dass es daran liegt, weil es eine Mischung aus Bus und Lieferwagen ist. Bulli. Und da es so ein schnackiger Begriff ist, hat sich das irgendwie eingeprägt. Und mach es nicht vor, der Bulli ist schon eins der markantesten Autogesichter, die Deutschland je hergestellt hat. Das sind natürlich die ersten VW-Bulli-Modelle mal ausgezeichnet, also den T1, den T2 und den T3, war, dass der Motor natürlich hinten unten saß. Und dieses kleine Motörchen sorgt in diesem Fall auch für einen zügigen Vortrieb, weil er hat eine leichte Leistungssteigerung erfahren. Aber dieses typische Geräusch, dieses Boxermotorgeräusch, was man ja auch eigentlich aus dem Käfer kennt, ja, da kommt's her. Dieser wunderschöne 73er Bulli von meinem Freund Henry ist übrigens ein Ex-Österreicher. Der war mal beim österreichischen Heer so ein Funkwagen, womit die Kommunikation hergestellt haben. Also in der Mitte war ein Loch drin für so eine riesen Antenne, die man irgendwie da oben einstöpseln konnte. Und mit viel Liebe haben sie den zurück ins Leben geholt. Und ich glaube, die Besonderheit in diesem Auto ist, neben, dass es ein Ex-Funkwagen ist, sind die beiden Schiebetüren, die wirklich auch heiß begehrt sind, weil es ist natürlich nichts Schöneres beim Camping, als wenn man beide Türen aufreißt, sich davor setzt und einfach das Leben genießt. Das ist ein Yogamobil. Das ist Entspannung. Ah. Ja, das heißt ja nicht umsonst VW Bus, ne? Es erinnert schon ein bisschen am Busfahren. Steil stehende Lenksäule, große Frontscheibe, so closer to the road, kann man sagen. Aber das macht das Bulli-Fahren aus. Also der Motor ist halt hinten, von da knattert es vor sich hin. Man genießt die Straße, die rundum sich, diese luftige. Es ist nicht umsonst so, dass sich manche Leute, wenn sie zu Geld gekommen sind, halt nicht den teuren Porsche kaufen, sondern für teuer Geld ein langsames, schönes, friedliches Auto, wie diesen Bus. Und ich würde sagen, jetzt fahren wir los. Oder wie jedes Kind auch mal Busfahrer werden. Ne? Jetzt im hohen Alter wird dieser Wunsch in Erfüllung gehen, indem ich hier drinnen sitze. Das ist auch ein bisschen wie Busfahren, ne? Wie gesagt, das Lenkrad sitzt sehr steil, schöne große Frontscheibe direkt vorne.
und echt dieses typische, was auch so Busfahren oder LKW-Fahren ausmacht. Du sitzt ja direkt auf der Vorderachse. Ja, es ist anders, aber schön. Und man hat auch nicht das geringste Bedürfnis, mit diesem Auto schnell fahren zu wollen. Das ist die Entschleunigung in der schönsten Form. Wenn du so einen Bulli fährst, wird dir auffallen, dass sich jeder mag. Weil wer Bulli fährt, zeugt, dass er einfach ein friedfertiger Mensch ist. Nett. Der will das Leben genießen. Ne? Was kann ja nicht schlecht sein. Also jetzt noch fehlt Johnny Hill im Radio. Wie ist denn der Song von dem? Teddybär 03 oder wie war das? Teddybär 104. Oder? Da fehlt doch jetzt hier der Song. Guck mal hier, Pärchen zum Spazieren im Feld. Ach. Schön. Tja, wenn ihr jetzt darüber nachdenkt, euch so ein Ding zu kaufen, denkt immer dran, ein VW-Bus ist nicht so unverwüstlich, wie oft gesagt wird. Der wurde zwar mit viel Liebe gefahren, aber leider wurde ihm oft nicht viel Liebe angedeihen gelassen. Das heißt dafür, dass das Gerät oft wirklich vom Rost übel zugesetzt wurde. Deshalb ist wichtig, darauf zu achten, hat das Ding Rost. Rost kann hier überall auftreten, eigentlich alles ab hier nach unten und sogar in den Fensterrahmen. Das heißt vorne die Kotflügel, in den Schiebetüren, hinten in den beiden Fächern links und rechts vom Motor. Das Auto kann überall gammeln, deshalb ist es so wichtig zu gucken, ist das Auto nicht gespachtelt, ist kein Bondo dran, USA-Modelle. Ja, also wie gesagt, Karosse ist extrem wichtig. Wenn die nicht passt, Finger von weg. Was Motorteile und Achsteile betrifft, da sieht es ein bisschen entspannter auf. Das ist natürlich viel VW-Großtechnik, was man aus dem Käfer auch kennt. Und die Achsteile natürlich auch aus dem Käfer und aus anderen VW-Modellen. Da ist man ganz gut versorgt. Aber wie gesagt, achtet drauf. Hat das Ding Rost? Gerade großflächig. Lass die Finger von. Wird nur teuer. Es war wirklich ein wunderschöner Tag, hat mega Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und in diesem Sinne, liked das Video, abonniert den Kanal und drückt die kleine Glocke, um informiert zu werden. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Kai.